Was geht, Leute? Ich hoffe, es geht euch gut. Ganz kurzer Disclaimer, meine Cousine ist oben und schaut eine Serie. Das heißt, wenn man was im Hintergrund hört, dann tut es mir sehr leid. Aber Blacklist ist sehr wichtig fürs Überleben. Übrigens, sie hat jetzt gesagt, ich soll... Helan, was für eine Serie soll ich gucken? This is Us heißt die Serie. Genau, das soll ich mir jetzt als nächstes angucken. Was guckt ihr so? Ich habe Messiah jetzt fertig geguckt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das mag oder nicht. Aber es geht ja heute nicht um Serien, es geht um Favoriten. Und ich habe einige zusammengestellt. Und ich habe den Hintergrund durcheinander dekoriert, weil ehrlich gesagt, keine Ahnung, ist Herbst, Winter, Frühling? What is going on? Es ist wirklich alles reine Herzensempfehlung. Es ist nichts bezahlt oder so, ne? Kurz für die ausrasten. Ich habe euch ungefähr vor 2 Jahren Geräte von Braun gezeigt, die ich sehr, sehr gerne mag. Ich hatte auch Verträge mit Braun, beziehungsweise ich wurde von Braun gebucht damals, weil ich irgendwann in dem Video gesagt habe, dass meine Mama noch immer den Silke Peel 4 oder so benutzt und uns schon ganz früh beigebracht hat, dass Epilieren besser ist als Rasieren. Und genau, so fing dann so meine Geschichte mit Braun an. Und selbst wenn ich mir heute ein Küchengerät kaufe, denke ich so, es muss von Braun sein, weil ich so eine Liebe zu dieser Marke entwickelt habe, sie alle persönlich kenne, die Geschichte dahinter kenne. Vor allem, wie damals Braun überhaupt Geräte entwickelt hat und so weiter. Es gibt sogar eine Saftpresse noch mit derselben Technik aus den 70er Jahren. Also sie haben nie vor, sich selbst zu zerstören, was ich zum Beispiel von iPhones halte. Ich habe immer irgendwie das Gefühl, die zerstören sich irgendwie selbst nach ein paar Jahren, damit man bloß ein neues kauft. Ein IPL-Gerät wieder ausgepackt. Und zwar mache ich das sehr, sehr gerne im Winter, damit ich im Sommer einfach keine Haare mehr überall habe. Beziehungsweise, wie funktioniert sowas? Ein IPL ist eine lichtbasierte Haarentfernung. Also Licht durch diese Laserlichtstrahlen wird die Wurzel erwärmt und die Haarfollikel fällt praktisch aus der Wurzel raus. Und wenn ich mache das dann so zum Beispiel jeden Samstag, baue ich so Me-Time ein, mache das dann Samstagvormittag nach dem Duschen, mache ich alle Bereiche mit dem IPL. Also ihr könnt Achsel, Bikini, Intim, Beine, Arme, Gesicht, egal was ihr damit behandeln wollt, könnt ihr machen. Also rasiere mich vorher und behandle dann die Areas mit diesem IPL-Gerät. Und im Sommer habe ich gar keine Haare mehr. Also weder Stoppel noch, dass ich nicht entscheiden kann, dass ich jetzt einen Rock trage oder dass ich nicht entscheiden kann, dass ich jetzt ins Schwimmbad gehe oder dass ich nicht entscheiden kann, dass ich zu einer Massage gehe. Weil immer, sogar wenn ich nur Gänsehaut bekommen habe, hatte ich sofort Stoppeln. Also ich bin sehr, sehr anfällig für Haarwachstum. Deswegen habe ich mich dann für das IPL-Gerät entschieden. Das von Braun ist das schnellste. Also wirklich, ihr habt in 5 Minuten eure Beine komplett behandelt. Es hat eine Sensor-Adapt-Technologie, das heißt, es verbrennt euch nicht. Also der misst in der Sekunde, keine Ahnung, wie oft eure einzelnen Hautfarben, damit er euch nicht verbrennt, stellt ihr das immer wieder ein, die verschiedenen Stärken. Und ihr seid so super schnell damit fertig. Er liegt super leicht in der Hand. Und im Sommer seid ihr dann haarfrei. Das hält immer viel länger, aber man hat natürlich, man kann nie sagen, okay, du machst das jetzt 1, 2, 3, 10 Mal und dann kriegst du nie wieder Haare. Weil dadurch, dass wir immer wieder Hormonveränderungen in unserem Körper haben, wir als Frauen, kann es immer sein, dass ein paar Härchen hier und da nachkommen können. Aber deswegen ist es auch gut, so ein Gerät zu Hause zu haben, einmal da rein zu investieren, weil dann könnt ihr es nämlich immer wieder benutzen. Und das hat sich jetzt angehört wie eine Produktplatzierung, aber Braun weiß wirklich gar nichts von dem, was ich jetzt gerade hier sage. Es ist ein absoluter Favorit und wirklich ein, für mich ein Muss. Auf Amazon haben die immer, finde ich, die besten Preise. Ich werde euch mal das hier rein verlinken und dann könnt ihr euch das Ganze mal anschauen. Aber es ist wirklich jeden einzelnen Cent wert. Weiter geht's. Ich habe hier jetzt noch... Wisst ihr was? Ich zeige euch das mal lustig. Ich liebe Toni. Ich finde, damals war es richtig cool. Meine Schwester und ich, wir haben immer Kassetten gehört zum Einschlafen. Bibi Blocksberg, meistens Bibi Blocksberg. Dragon Ball haben wir auch noch viel gehört. Dann hatten wir auch noch hier die 3 Fragezeichen und sowas, haben wir auch sehr gerne gehört. Und wir haben immer uns gestritten, wer die Kassette umdreht, weil es war so schön zuzuhören. Es war einfach so leicht als Kind irgendwie zuzuhören und zwar einfach nur zuzuhören. Und für mich ist das heute so schwer, nur eine Serie zu schauen zum Beispiel oder nur ein Hörbuch zu hören und dabei nichts zu tun. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich nicht noch was tue, nebenbei, wie zum Beispiel aufräumen, sortieren, arbeiten, irgendwie sowas, was man mit einer Serie verbinden kann. Ich könnte jetzt natürlich nicht ein Hörbuch hören und ein Buch lesen oder irgendwie Mails beantworten oder sowas, aber ich habe immer das Gefühl, ich muss mehrere Sachen gleichzeitig machen, damit ich effektiv bin. Und ich habe das Gefühl, die Zeit rennt einfach viel schneller und man hat
Als Kind ist man so sorglos und so unschuldig einfach, ne? Oh, meine, ist nicht meine Nichte, ist die Tochter einer meiner besten Freundinnen und sie hat eine Tochter, die Tuana heißt. Und Tuana kennt ihr ja aus meiner Lidschattenpalette. Und für sie habe ich jetzt den Felix, Briefe für Felix gekauft, weil ich das als Buch sehr gerne als Kind damals gelesen habe und auch als, glaube ich, als Film gerne geschaut habe. Das gab es als Film, oder täusche ich mich? Falls ihr Kinder habt, Tonybox, super. So, und meine Freundin macht so Holz. Ich blende euch das hier ein, weil ich es nicht hier habe und sie weiß auch gar nichts, dass ich das jetzt gerade erzähle. Sie personalisiert das Ganze mit dem Namen eben eures Kindes zum Beispiel. Und dann klebt sie Magnetstreifen oben und unten hin, sodass man dann die Tonyboxen da drauf stellen kann. Und das Ganze kann man an die Wand hängen, weil diese Dinger verliert man super schnell, beziehungsweise die gehen einfach unter. Wo habe ich das hingetan? So sieht das aus. Also es ist so ein ganzes Gestell und man stellt hier die Tonybox drauf und dann kann man die ganzen Figuren hier oben drauf stellen und sowas. Richtig, richtig schön. Und zum Beispiel ihre Instagram-Seite, ne? Zum Beispiel so, ne? Das könnte jetzt, keine Ahnung, für euer Kind sein. Und dann kann man die ganzen Figuren draufstellen. Aber sie macht auch komplett andere Dinge, wie zum Beispiel hier, wie heißen die, Fußmatten oder hier für Verlobung, solche Gestecke, also so zum Draufstellen. Das hier war für mich, für meine Verlobung, das war auch richtig schön. Und das Ganze gibt es natürlich auch in Holz. Also ihr könnt euch da einfach mal durchgucken. Ich verlinke euch die Instagram-Seite mal in die Infobox und sie guckt wirklich auch, dass sie es am günstigsten macht, obwohl sie es halt auch wirklich mit so viel Liebe, sie malt alles selber, das ist alles komplette Handarbeit, sie malt alles individuell selber an, sie steht mit euch persönlich in Kontakt und sie macht das so mit einem Herz, also sie ist da so hinter und arbeitet, manchmal sitzen wir bei ihr, ne? Wir sitzen sehr gerne bei ihr, einfach weil sie auch Kinder hat und es einfach einfacher ist für sie und weil sie tatsächlich auch manchmal bis 2, 3 Uhr in der Nacht dann diese Sachen noch fertig macht und ich frage sie immer, woher holst du diese Kraft und ich wollte euch einmal ihre Seite vorstellen und wenn ihr irgendwas zum Muttertag oder für eure Kinder oder wenn jemand ein Baby bekommen hat oder sowas, kann man immer sowas Schönes, Personalisiertes, finde ich, sehr gut schenken, weil man sich immer so über personalisierte Dinge am meisten freut. Ich weiß nicht, ich habe das so. Ich habe ein Buch, welches ich euch auch gerne vorstellen möchte. Das ist, es geht gar nicht so sehr um die Rezepte. Das ist von Pamela Reif, das Buch. Und zwar nennt sich das You Deserve This. Einfache und natürliche Was ist los? Einfach natürliche Rezepte für einen gesunden Lebensstil. Und das Ding ist, es sind gar nicht die Rezepte, weil ich bin nicht so der Rezept. Ich gucke jetzt in ein Buch für ein Rezept. Aber so das Wissen über Lebensmittel. Welche Lebensmittel, wie reagiert man da drauf? Hier zum Beispiel steht Obst, ne? Nehmen wir einfach mal Obst. Dann ist das so hier beschrieben komplett. Und dann steht hier zum Beispiel bei Äpfel unterstützen durch die vielen hochwirksamen sekundären Pflanzenstoffe viele Funktionen im Körper, unter anderem die Darmflora, Lungen- und Gehirnfunktion. Sie können außerdem den Cholesterinspiegel senken und Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen. So, das steht jetzt zum Beispiel hier über die ganzen Obstsorten, die hier aufgelistet sind. Dann geht es hier auch noch weiter. Und dann sind hier Quick-Tipps mit drin, dann Kühlschrank, Zimmertemperatur und dunkle Umgebung, welche Obstsorten was. Dann geht es weiter mit Gemüse. Dann geht es auch weiter mit Fisch und Fleisch. Also ich finde, es geht gar nicht so sehr, also mir hätte das völlig gereicht, wenn sie nur ja, das hier gemacht hätte ohne Rezepte, weil ich finde, das ist schon so viel Wissen, was sie da reingepackt hat. Oder hier Zucker und oder Alternativen, die vielleicht besser sind oder gesünder sind. Antioxidantien, Proteine, Bowl-Tipps. Und dann geht es natürlich auch weiter mit zum Beispiel einer Rindfleisch-Hackpfanne oder sowas. Das hier finde ich so gut, weil ihr einfach so viel über euren Körper und über die Lebensmittel lernt, die ihr zu euch nimmt. Das verlinke ich euch auch. Ich habe es zwar bei Meiersche gekauft, aber ich glaube, es gibt es auch bei Amazon. Ich suche es raus und verlinke es. Ich weiß gar nicht, es kostet 20 Euro und das ist schon richtig gut für dieses Wissen, was ihr hier aneignet. Und es ist der Spiegelwissen-Bestseller. So ein bisschen andere Favoriten dieses Mal, ne? Aber kommen wir zu meinen regulären neuen Favoriten. Ich habe euch 100 Mal eine Augencreme empfohlen und als sie leer gegangen ist, war ich wirklich sehr, sehr traurig. Ich hatte keine mehr da und dann war ich bei meiner Schwester und sie meinte so, ey, du hast mir mal so eine riesen Dose Avocado Creamy Eye an Kiehl's Creamy Eye Treatment with Avocado geschenkt und das hier ist der fette Bottyschirmer. Das ist meine Lieblingsaugencreme. Sie ist auf einer Wasserbasis, sprich, wenn ihr das eincremt, ihr merkt so richtig, es wird wässrig, nicht ölig. Mehr kann ich eigentlich gar nicht dazu sagen, außer dass ich sehr, sehr begeistert von ihr bin. Sie gibt meiner
Haut unter meinen Augen, so schön Feuchtigkeit. Ich habe mal irgendwie gehört, dass irgendein Skincare-Guru gesagt hat, dass man zwingend keine Augencreme braucht und seine eigene Creme einfach auch unter die Augen geben kann. Es kann sein, dass das so ist. Ich benutze aber trotzdem sehr gerne für meine Augenpartie einfach was anderes, weil ich möchte erstens nicht, dass es zum Beispiel parfümiert ist. Ich möchte, dass es wirklich für die Augen abgestimmt ist. Und das ist dieser Partie, die einfach so viel dünner ist und die so viel empfindlicher ist. Und dabei die meistbeweglichste Partie eigentlich an unserem Körper perfekte Pflege bekommt. Wisst ihr, es kann sein, dass eure Creme das auch macht, aber ich fühle mich irgendwie besser mit einer Augencreme, deswegen behalte ich das bei und finde, ihr solltet das auch. Ich wollte euch noch eine neue Lidschattenpalette vorstellen, die ich gerade von Charlotte Tilbury bekommen habe und mit der ich zum Beispiel mein ganzes Augen-Make-up geschminkt habe. Unglaublich, ihre Lidschatten. Unfassbar. Ich finde, keine High-End-Marke kommt an Charlotte Tilburys Lidschattenpaletten dran. Die sind so, so schön pigmentiert und die Farben sind wunderschön. Die drei werden nicht so mein Fall sein. Also ich bin nicht so unbedingt der... Obwohl dieses Mauve kann auch sehr, sehr schön aussehen. Es sieht so ein bisschen pinkig in der Kamera aus. Das ist eigentlich so ein schönes, dunkles Mauve. Und hier steht Day, Desk, Date und Dream. Und ich habe heute Date benutzt und habe ganz bisschen noch von dem hier gemischt für vorne. Und das hier ist die Pillow Talk Instant Eye Palette. Immer wieder ein Vergnügen, Produkte von Charlotte Tilbury zu zeigen. Große, große Liebe. Dann habe ich auch noch neu gekauft, mein Lieblings-Mascara Primer. Und zwar der Lancôme Cils Booster XL. Der macht meine Wimpern richtig schön lang. Er harmoniert perfekt mit der Hypnose Mascara. Er macht die einfach so schön. Er macht die so nicht so, der macht die so buschig irgendwie. Oder wenn du willst, kannst du die auch richtig schön trennen oder so voll machen oder so. Der ist richtig, richtig schön. Den mag ich sehr, sehr gerne. Ich habe zwischendurch übrigens auch noch den von Helena Rubinstein ausprobiert. Der war auch sehr, sehr gut. Also die beiden hier, Bombe. Dann, ich habe was von einer Freundin von mir zugeschickt bekommen. Also wir haben uns tatsächlich über Instagram kennengelernt. Also sie ist eine Zuschauerin, die schon sehr lange meine Videos guckt. Und ich habe sie dann einige Male getroffen und fühle dich gedrückt, liebe Simone. Sie hat mir letztens, als wir uns getroffen haben, dieses wunderschöne Buch geschenkt. Und zwar heißt es Der vollständige Hochzeitsplaner. Und das ist ja gerade mein Fall. Es ist nicht so einfach, wie ich dachte, ehrlich gesagt. Und vor allem ist es so schwer, sich zu entscheiden. Und das hier ist so schön. Ich habe es erst aufgemacht, aber ich dachte mir, bevor ich alles beschrifte und es euch nachher nicht zeigen kann, will ich es euch zuerst zeigen, denn ich werde jetzt am Wochenende anfangen, da alles reinzuschreiben. Also hier an der Ecke steht zum Beispiel Gästeplanung, Location, unser Hochzeitstag, das Wesentliche und der Zeitplan. Also hier an der Seite steht das Ganze. Dann kann man da so aufklappen und dann kommt man praktisch zu der Kategorie. Und dann hat man hier an der Seite noch so immer so... Dann hat man an der Seite immer noch so wie so Fächer, wo man dann auch zum Beispiel Stoffmuster oder wie auch immer Farbmuster oder sowas reinlegen kann oder getrocknete Blumen oder so. Weil sich eine Location anzugucken und dann sich das dekoriert vorzustellen plus sich selbst und ein Farbmuster und diesen roten Faden irgendwie beizubehalten für eine Hochzeit ist nicht so easy. Also es ist so, vor allem wenn man ein Mensch ist wie ich, ich mag ja immer alles sehr, sehr gerne, so leidenschaftlich. Ne? Ich liebe trockene Blumen, ich liebe weiße Rosen, ich liebe aber auch rote Rosen, ich liebe aber auch rosane Rosen, ich liebe aber auch Schleierkraut, ich liebe aber auch... Also ich bin so, es ist so schwer, mich auf was festzulegen. Das hier, ich weiß leider nicht, woher sie das hat. Ich werde euch Alternativen in die Infobox rein verlinken. Vielleicht finde ich auch genau das Buch hier. Aber ja, mega, mega schön und da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut, wirklich. Sehr gerne benutzt habe die letzten Wochen, ist tatsächlich meine selbst gekaufte, nicht gesponserte Instax Fujifilm Kamera. Und zwar, in keiner Generation, glaube ich, wie in dieser, werden weniger Fotos festgehalten bzw. ausgedruckt wie in allen davor, weil wir haben alles digital und wir vergessen das auszudrucken und sobald wir unser Handy wechseln, irgendwann verlieren wir diese ganzen Bilder und es ist so, so schön, Fotos eben auszudrucken und ich habe hier zum Beispiel, ich habe hier so eine Box voller Polaroids. Ich möchte mir auch gerne so ein Fotoalbum holen für Polaroids-Fotos und ich mache die so gerne, guck mal, das war in L.A. Denn hier auf meiner Verlobungsfeier meine Tante. Den mal hier zu, aber hier sind meine Mama, meine Tante und ich. Irgendwie, weil ich mich heute so ein bisschen schräg hingesetzt habe, habe ich das Gefühl, mein Hintergrund ist nicht korrekt. So, abonniert meinen Kanal,
Ich würde mich sehr freuen, euch hier wiederzusehen. Schreibt gerne Kommentare, gebt gerne ein Däumchen nach oben und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ist mal ein bisschen anders als die sonstigen Favoriten und ansonsten hoffe ich sehr, dass wir uns am Dienstag zu einem neuen Video wiedersehen. Bis dann, ihr Lieben. Tschüssi. Au. Ciao.